Ja, der Sender News und Talks, der fast alle unserer Sendungen ausstrahlt im Internetfernsehen, hat jetzt auch eine Sendung von Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, einem Mitglied des Weltrates der Weisen, in die zweite Playlist aufgenommen, also direkt vor, dann wahrscheinlich vor dieser Sendung, die dann wahrscheinlich den Platz danach in der Playlist einnehmen kann. Also bitte in den Playlist schauen und nach der neuesten Sendung von Dr. Jakob zu Corona schauen. Ja, Dr. Bodo Schiffmann in seiner neuesten Sendung bringt er Todesfälle pro 100.000 Einwohner und bringt, ja, Deutschland hat sich durch diese Maßnahmen tatsächlich irgendwie eine Untersterblichkeit erkauft, hat also die Wintersterblichkeit mit vielen Milliarden und mit vielen Kollateralschäden sich jetzt eine künstliche Untersterblichkeit erkauft und hat deswegen pro 100.000 Einwohner nur 7 Tote in der letzten Zeit. Im gleichen Zeitraum hat Schweden 21 Tote, weil sie ja auf diese unendlich teuren und mit Kollateralschäden behafteten Maßnahmen verzichtet haben und haben dann wahrscheinlich, hat Schweden jetzt mit seinen 21 Toten pro 100.000 Einwohner die ganz normale Wintersterblichkeit einfach zugelassen. Bei Deutschland müssen wir jetzt wohl damit rechnen, dass jetzt dann in der nächsten Zeit, spätestens im nächsten Winter, eine erhöhte Wintersterblichkeit stattfindet. Denn die Menschen, die jetzt mit ihren vielen Vorerkrankungen und mit ihrem geschwächten Immunsystem durch einen insgesamt krankmachenden Lebensstil und Ernährungsstil sozusagen jetzt so dran sind mit dem Sterben, ja, die werden natürlich, die sind ja jetzt nicht geheilt worden, sondern die sind ja jetzt nach wie vor kurz vorm Tode stehend und irgendwann wird ein anderer Windhauch kommen und diese dann töten. Also, aber wir haben es immerhin geschafft, jetzt mit all den Schäden dieser Maßnahmen, mit all dem Schädlichen, für mich das Schlimmste Schädliche ist das Sportverbot, das Sporthallenverbot, und so weiter. Und ja, mit dieser Schädigung auch meiner Gesundheit durch die Wegnahme meines gewohnten Gesundheitssportes sozusagen, hat man die Sterblichkeit runtergeknippelt auf den niedrigsten Wert von ganz Europa scheinbar. 7 von 100.000. Schweden also mit 21 von 100.000, also 21 Tote auf 100.000 Einwohner. Jetzt gucken wir uns aber leider an, sagt Dr. Bodo Schiffmann richtig, ja was, aber in der Schweiz haben wir mit drastischen Maßnahmen, also auch mit hohen Preisen, die man gezahlt hat, auch 20 Tote auf 100.000 Einwohner. Also alle Maßnahmen dann eben offensichtlich deutlich insgesamt jedenfalls nicht so gründlich wie die deutsche Gründlichkeit. Man hat auch praktisch nur einen einzigen Todesfall auf 100.000 Einwohner weniger als Schweden und das hat man bezahlt. Müssen Sie jetzt die Schweizer jetzt selber sagen, was für einen ungeheuren Preis sie dafür bezahlt haben, einen einzigen Toten auf 100.000 Einwohner weniger zu haben als Schweden, ne? Und jetzt Niederlande, da müssen Sie auch sich wieder fragen, was haben wir für grausame Maßnahmen in den Niederlanden gemacht und haben trotzdem 25 Tote auf 100.000 Einwohner. Das heißt, wir haben sozusagen 4 mehr als Schweden. Ja, dann hätten wir doch auch genauso wie die Schweden auf die meisten Maßnahmen verzichten können. Da hätten wir wahrscheinlich jetzt weniger Tote, als wir jetzt durch die Maßnahmen haben. Wir also mit den Maßnahmen haben wir 4 Tote auf 100.000 Einwohner mehr als die Schweden. Und in England, die jetzt seit einiger Zeit schon gravierende Maßnahmen fahren,
hat man als Dank dafür 8 Tote auf 100.000 Einwohner mehr als die Schweden, also 29 statt 21. Tolle Leistung mit Maßnahmen, mehr Tote als Schweden auf 100.000 Einwohner. Und dann hat man in Frankreich mit dieser knallharten Ausgangssperre vielen, liebe Bürger in Frankreich, bedankt euch dafür. Man hat euch dadurch 13 Tote auf 100.000 Einwohner mehr verschafft als den Schweden. Ja, 34, also zu 21, also 34 Tote auf 100.000 Einwohner. Dank einer ganz knallharten Durchgreifepolitik von Macron, ja. Bedankt euch bei Macron für diesen Irrweg, ja. Dann, das sind ja alles Zahlen, die natürlich Bodo Schiffmann behauptet, aber ich kann nicht nachprüfen, ob die wirklich seriös sind, die Daten, ja. Aber wenn sie stimmen würden, sind sie natürlich der Hammer, ne. Dann Italien, ja, mit all seiner Panikmache und Maßnahmen und Einsperren der Leute und so weiter. Ja, immerhin 22, über doppelt so viel Tote wie die Schweden, sozusagen mit diesen knallharten Maßnahmen. 43 Tote auf 100.000 Einwohner und Schweden nur 21. Also das ist doch ein toller Erfolg für Italien, toller Erfolg der Maßnahmen, ne? Und Spanien hat noch einen tolleren Erfolg als die Maßnahmen. Also ist natürlich alles Ironie, ne? 48 auf 100.000 Tote auf 100.000 Einwohner in Spanien statt nur 21 Tote auf 100.000 Einwohner. Und dann Belgien schießt den Vogel ab mit sensationellen, tolle Maßnahmen gemacht. 57 Tote auf 100.000 Einwohner, während die Schweden nur 21 haben. Das sind also, wie viel? 36 mehr als in Schweden. Ist ja toll, das ist ja fast dreimal so viel wie in Tote wie in Schweden, bezogen auf 100.000 Einwohner. Also vergleichbare Zahlen. Das heißt, also man kann sagen, die anderen Länder haben ihre Maßnahmen, knallharten Maßnahmen sind so schädlich, dass viel mehr Menschen gestorben sind in Schweden und die einzigen haben mit Deutschland, hat mit ihren Maßnahmen es geschafft, nur ein Drittel der Wintersterblichkeit von Schweden zu haben, nämlich der 21, nur dass Schweden jetzt wahrscheinlich fast vollständig durchseucht ist und eine Herdenimmunität hat. Deutschland diese nicht hat und außerdem Schweden hat einfach die sterben lassen, die sowieso im Winter dran waren zu sterben und Deutschland hat das jetzt mit viel Aufwand und viel Kollateralschäden um einiges nach hinten verschoben. Zumindest kann man sagen, dass offensichtlich keine riesige Selbstmordschwelle oder Schwelle anderer Todesfälle ist. Es wird ja immer darüber spekuliert, jetzt was ist denn da mit den ganzen Leuten, die jetzt aus Angst vor Corona, sorry, Schluck Wasser, alle nicht ins Krankenhaus gekommen sind, sind die jetzt alle zu Hause dann gestorben? Scheinbar nicht, ja. Vielleicht läuft das auf dasselbe hinaus, was man schon mal hatte. Man hatte ja mal irgendwo, zumindest wurde berichtet, kann ich nicht nachprüfen, dass bei einem Ärztestreik das peinliche Ergebnis kam, dass dann die Sterblichkeit pro 100.000 Einwohner in diesem Land auch drastisch zurückginge, weil die Ärzte weniger tödliche Operationen durchführen konnten und so weiter. Und dadurch die Sterblichkeit drastisch zurückging. Das war peinlich und hier ist es jetzt auch so. Die Krankenhäuser wurden stillgelegt teilweise. Die Leute hatten Angst, sich mit Corona in den Praxen und in den Krankenhäusern zu infizieren. Vielleicht auch Angst vor den Krankenhauskillerkeimen. Auf jeden Fall war in den Krankenhäusern in Deutschland weniger los und schon prompt haben wir eine geringere Sterblichkeit in Deutschland. Ja, vielleicht ist das genauso verräterisch wie dieser damalige Ärztestreik. Wenn Ärzte nicht handeln und wenn die Menschen von den Ärzten wegbleiben, sei es von den Praxen oder den Krankenhäusern, dann sterben weniger Menschen. Also das, jedenfalls passt das Ergebnis in diese Linie hinein, ne? Ja, dann erwähnt Dr. Bodo Schiffmann noch die Next Scientists for Future.de so mit ihrer Redezeituhr haben und die dann immer weitergegeben wird und das nur reden darf, wer die Redezeituhr hat.
für diese bestimmte Redezeit, ja. Da erwähnt er den Talking Stick, der wohl die gleiche Rolle hat, und aber eine neue Idee. Erst, also derjenige, der als nächster die Redezeit Ur-Talking Sticks sozusagen bekommt, soll erstmal wiedergeben, was der Vorredner gesagt hat an Argument. Und erst wenn der Vorredner sich verstanden fühlt, darf der Nächste dann seine Redezeit beginnen und mit dem neuen Argument kommen. Das verhindert, dass man ständig aneinander vorbeiredet. Das ist immerhin nochmal ein interessanter, bedenkenswerter Vorschlag. Ne? Sehr interessant. Ne? Dann Euromomo zeigt sich irgendwie verändert. Letztens waren sie noch bei Woche 35, dann kam Woche 36, aber jetzt innerhalb weniger Tage sehe ich dann jetzt bei Euromomo, wo ist es, sehe ich die, plötzlich steht da irgendwas, gucken Sie mal, ich aktualisiere nochmal neu, plötzlich Woche 17, so schnell, ich weiß nicht, was da los ist, angeblich wird doch erst am Donnerstag wieder aktualisiert. Naja, wie gesagt, an den Daten kann natürlich gedreht werden. Also ich kann natürlich für diese Daten nicht die Hand ins Feuer legen. Ich habe ja schon geschildert, dass da eine Verfilzung mit dem Robert-Koch-Institut besteht. Ja, also dann hier zum Beispiel, jetzt sieht das so aus. Gucken wir uns das an. Gucken Sie immer nach rechts, der neueste Stand. Ja, anstatt also eine normale Wintersterblichkeit zuzulassen, hat Österreich es geschafft, mit diesen grausamen Maßnahmen immerhin eine Untersterblichkeit zu erzeugen. Ja, aber mit welchem Sinn? Wann sterben diese Leute dann jetzt später? Denn die Leute behalten ja ihre Vorerkrankungen und die Leute behalten ihr geschwächtes Immunsystem, denn es wurde ja nicht an den Ursachen ihres Krankseins, an der falschen, dem krankmachenden Lebensstil behandelt, sondern es wurde ja nur ihr Sterben verschoben, weil man den winterlichen Windhauch, den Corona-Windhauch von ihnen ferngehalten hat. Wann kommen jetzt dann die Nachfolgetodeszahlen? Ja, aber immerhin, und in Belgien zum Beispiel hier, normale Wintersterblichkeit trotz Maßnahmen offensichtlich. In Dänemark hat man auch quasi, letztendlich bewegt man sich im Bereich der leichten Untersterblichkeit. Estonia auch, Untersterblichkeit Finnland, Frankreich hat eine ziemlich hohe, also habe ich ja eben geschildert mit den Frankreich, mit den 34 Toten auf 100.000 Einwohner, also eine ziemlich, also Maßnahmen und trotzdem eine hohe Wintersterblichkeit, also sinnlose Maßnahmen, nutzlose Maßnahmen. Deutschland hat sich, wie gesagt, diese Untersterblichkeit erkauft von nur 7 pro 100.000 Tote, und Griechenland auch Untersterblichkeit. Ungarn auch Untersterblichkeit, Irland auch, aber wieder Italien, also trotz drastischer Maßnahmen hohe Wintersterblichkeit, ja, und kann ja auch sein, dass die Maßnahmen eben selber eben Menschen getötet haben, wissen wir ja alles nicht, ne? Luxemburg Untersterblichkeit, Malta, Niederlande wieder eine hohe Wintersterblichkeit, trotz harter Maßnahmen, ja, und kann ja, wie gesagt, kann ja auch sein, dass die Maßnahmen selbst getötet haben. Ne? Das wissen wir ja nicht, was da getötet hat. Spanien auch wieder, das war ja vorhin die 48 pro 100.000 Tote, ja, hohe Sterblichkeit durch Maßnahmen oder durch Corona, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Schweden, die Skizze ist deutlich tiefer geworden, also die haben was an der Kurve gemalt, ja, also hier ziemlich geringe, das waren ja nur diese sehr geringe, relativ geringe Wintersterblichkeit von 21, hat jetzt also diese mickrige Kurve bekommen, ja, die ungefähr, ja, wobei vielleicht nur der Maßstab kleiner geworden ist, denn auch diese Wintersterblichkeit ist etwas, sieht jetzt etwas niedriger aus, ne, und dann haben wir hier Schweiz eben, diese, ja, die hatten ja 20 Tote auf 100.000 Einwohner, ja, das sieht jetzt hier so aus. Ja, also das ist auf jeden Fall nicht mehr als diese Wintersterblichkeit.
Und bei England hier toll viele Maßnahmen gemacht und das, da explodiert das Sterben hier nach dieser Kurve, ja. Das heißt, die haben als Lohn und Dank für die Maßnahmen als Bezahlung, die bezahlen diese Maßnahmen mit einer sehr hohen Sterblichkeit, die scheinbar noch nicht zu Ende gekommen sei, die Engländer, ne? Und ja, hier auch die anderen haben auch gewisse Sterblichkeiten. Ja, also Euromomo und die Daten von Dr. Bodo Schiffmann zusammen zeigen ganz klar, wahrscheinlich hat Schweden den einzigen vernünftigen Weg der Mitte gemacht, fast keine Maßnahmen, die Wintersterblichkeit nicht künstlich aufzuhalten, keinen übertrieben hohen Preis zu zahlen. Den Preis, den Schweden zahlen muss, der liegt daran, dass die anderen, quasi, dass alle Lieferketten zusammengebrochen sind, weil ja die Schweden natürlich, deren Wirtschaft läuft ja jetzt nicht auf vollen Touren weiter, weil eben die anderen Länder ja blockiert haben und dadurch wird natürlich Schweden wirtschaftlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Aber dafür können die Schweden halt nichts, denn sie werden jetzt nur eben Opfer der anderen, der Maßnahmen der anderen Staaten. Ja, ja, also England teure Maßnahmen, null Nutzen. Ne? Ja, und Spanien soll ja sehr streng auch gewesen sein und ja, hat ja wohl auch nichts gebracht. 48 Tote, sehr viele Tote auf 100.000 Einwohner und trotzdem mit sehr strengen Maßnahmen, also eine der schlechtesten Sterberaten erzeugt. Ja. Dann war Doktor eine Sendung des ORF3 wohl, eine Talkrunde mit Dr. Med. Rüdiger Dahlke gegen 5 Schulmedizin-Fanatiker sozusagen. Da hat er natürlich einen sehr schweren Stand gehabt. Der wurde natürlich wegen seinem ESO-Quatsch und Spiro-Quatsch, den er natürlich auch hat, zu Recht angegriffen, aber eben auch zu Unrecht wegen vieler anderer Aspekte. Und die einzige gute Frage, die immer wieder gestellt wurde, war, warum misstrauen so unendlich viele der sogenannten Schulmedizin? Naja, ganz einfach. Ich deute es nur ganz kurz an, wieder ganz einfach, unsere Beweisführung. Hier der erste Früharzt, der sagt, wunderbar, euer kommunistischer Lebensstil, die ganze viele Liebe und dann, dass ihr so gesund euch ernährt, nur naturbelassen, super, weiter so, dann braucht ihr mich nicht. Dann kommt der erste Früharzt, der sich irrt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und der sagt, nein, ihr könnt ruhig den neumodischen Ernährungskram essen, der ist genauso gesund, daran liegt es nicht, es liegt nur daran, dass ihr noch nicht genügend Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Operationen und Chemotherapien bei mir gekauft habt. Das ist der einzige Grund und die Leute sozusagen geben seine Kunden, verlassen den gesunden Lebensstil, werden dadurch dauerchronisch krank und Dauerkunden, dadurch wird er sehr gut ernährt unter Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und kann eben hier 2 Kinder schon ernähren, dann hier werden 3 Enkel kann er ernähren, sozusagen mit seinen gewinnbringenden Irrtümern. Und diese gewinnbringenden Irrtümer beeinflussen eben jetzt die ganze Welt und machen der ganzen Welt, der ganzen politischen Welt und der medialen Welt Panik und die werden dann, und wir alle werden das Opfer dieser gewinnbringenden Medizinirrtümer und verstehen leider nicht, dass wir also Opfer der Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall werden und dadurch alle geschädigt werden. Jetzt, das passiert jetzt einfach mal wieder zum millionensten Mal. Deswegen also sollten wir ja einfach die Marktwirtschaft beenden, so wie das die Next Scientist for Future.de vorschlagen, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme. Ja, dann, ja, also ich verweise dazu nochmal auf die heutige Vormittagssendung der Wissenschaftlichen Tagesschau. Da wurde also nochmal auch die ganze Geschichte mal wieder erklärt, also bitte nochmal, wer mehr Info braucht. Es sind über 430 andere Sendungen stehen zur Verfügung, kostenlos und
4 Homepages ausgehend von der Homepage nextscientistsforfuture.de. Ja, also das ist genau der Grund. Deswegen vertrauen und misstrauen so viele Menschen eben der Schulmedizin, weil irgendwie natürlich ein System, das mit gewinnbringenden Irrtümern gegen die Gesundheit der Bevölkerung arbeitet, trifft natürlich automatisch auf ganz viele Skeptiker sozusagen. Ja? Und deswegen wenden sich die Menschen dann auch Scharlatan und Eso und Psycho und Spiroquatsch zu, weil sie eben sagen, ja, oh, die Schulmedizin scheint das Schlimmste in dem ganzen Konzert zu sein. Und die haben dabei natürlich recht, ne? Aber das durfte die Sendung vom ORF natürlich nicht laut sagen, ne? Denn schließlich bekommt der ORF garantiert auch von der pharmazeutischen Industrie ganz viele Werbegelder, von denen die Gehälter der Moderatoren bezahlt werden, ne? Mhm. So. Dann gab es eine Sendung, eine neue Internetfernsehsendung mit zum Thema Gradido, also das Enteignungsmodell Gradido, ja, also irgendeine Variante eines Schwundgeldes sozusagen. Und da ist das Stichwort auch immer wieder Superreiche, und zwar eben leider nicht im freundschaftlichen Sinn, sondern im kritischen Sinn, ja. Da geht es auch um irgendwie ein Recht, auf das man das Recht hat, sich in der Gesellschaft 50 Stunden im Monat einzubringen, also je normalen Arbeitstag circa 2 Stunden Recht, sich in der Gesellschaft einzubringen. Die Frage ist nur, wo, also denn irgendjemand muss sich ja dieses Arbeiten gefallen lassen. Was ist, wenn die Menschen das gar nicht wollen, was derjenige einbringen will, ist also auch nicht ganz unproblematisch. Aber es ist immerhin der Versuch, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu machen mit der Pflicht zu 2 Stunden täglichem Einbringen. Das ist also, man lässt die Leute da nicht auf der Couch verrotten. Das ist ja immerhin schon mal positiv. Aber wie gesagt, die Schwachpunkt habe ich ja eben gesagt. Ja. Und das Entscheidende wäre jetzt ja das Gespräch mit dem Milliardärskönig, ja, und dann damit beendet sich Gradido schon ruckzuck wieder. Da wird eben sehr viel getan und sehr viel gesagt, um nicht offen zuzugeben, sozusagen, ja, hoppla, jeder normale Milliardärskönig, ach so, da sind ja unsere Bilder, ohne dass ich sie aufrufen muss, ja. Das ist ja schön, dass ich das jetzt mal rausgekriegt habe, dass ich gar nicht alle aufrufen muss, sondern einfach nur diesen Pfeil hier betätigen muss. Dann komme ich wieder zurück zu der Skizze und dann, ja, das ist ja toll. Ich kann also alle Bilder durchklicken, ganz ohne sie aufgerufen zu haben. Das freut mich, eine neue Nachricht. Und das bedeutet jetzt aber, jetzt rede mal, also hier Gradido kommt zu Besuch beim Milliardärskönig. Hier steht jetzt Gradido und sagt, ja, also wir von Gradido, wir würden gerne mit dem Gradido-Geld sozusagen, mit einem neuen Geld, würden wir Ihnen gerne Ihr Geld wegnehmen, Herr Milliardärskönig. Finden Sie das toll? Dann fragt der Milliardärskönig, naja, was wollen Sie denn mir stattdessen geben? Wie wollen Sie mir denn diesen Verlust an Milliarden sozusagen durch Ihr Gradido-Geld sozusagen, was wollen Sie mir denn? Wollen Sie mir denn so wie die nextscientistsforfuture.de wenigstens sehr, sehr viel mehr Lebensfreude und Lebensqualität anbieten, weil Sie das Land wieder, dem Land die Chance geben wollen, dass wieder Kommunen entstehen, in denen ganz hohe Lebensqualität gelebt wird? Wollen Sie meine Gesundheit x-fach verbessern, so wie die nextscientistsforfuture.de? Und wollen Sie auch meine auch meine Langlebigkeit bis auf 127 hochbringen, auf 127 gesunde Lebensjahre hochbringen, so wie mir das die nextscientistsforfuture.de versprechen, ja, diese 24 Professoren des Weltrates der Weisen und so weiter. Dann sagt Gradido, nee, tut mir leid, also dafür haben wir gar keinen Plan. Wir haben keinen Plan, Ihr Leben zu verlängern. Wir haben keinen Plan, Ihre Gesundheit drastisch zu verbessern.
Und wir haben auch keinen Plan, ihre Lebensfreude und Lebenslust und Lebensqualität zu verbessern. Wir wollen eigentlich nur ihr Geldvermögen verringern. Ne? Das ist eigentlich, das mehr können wir mit Gradido nicht machen. Dann sagt der Milliardärskönig, naja, also das ist kein verlockendes Angebot. Also dann werde ich dafür sorgen, dass in den Medien der Welt über Gradido nicht allzu viel diskutiert werden wird, weil das, wenn man mir nur einfach Milliarden wegnehmen will, dann habe ich daran kein Interesse. Tschüss, auf Wiedersehen, Herr Gradido, kein Interesse an sowas. Ja, denn wie nimmt Gradido, also dem Milliardärskönig, seine Milliarden weg? Ja, das Geld verliert wohl an Wert. Ja, also das heißt, ich bin dann als Milliardärskönig gezwungen, mein Geld an Leute zu verleihen. Und da ich sehr viel Geld habe, muss ich sehr viele Leute suchen, an die ich das verleihen kann. Dabei werden viele darunter sein, deren Projekte nicht in der Lage sein werden, mir mein Geld wieder zurückzuzahlen. Ich werde also riesige Kreditausfälle haben, ja. Und dadurch, egal ob ich es jetzt verleihe oder nicht, meine Milliarden werden schmilzen wie sozusagen das Eis in der Sonne. Ja? Und dadurch wird sozusagen der Milliardär sanft und schleichend enteignet, egal ob er es verleiht oder ob er es nicht verleiht, auf jeden Fall verliert er. Entweder durch Kreditausfälle oder er verliert durch den Schwundaspekt bei Gradido, verliert er sein Vermögen und dadurch werde ich als Superreicher enteignet. Und dann sagen die Superreichen der Erde, naja, wir haben die Macht auf diesem Planeten, na, wir wollen Gradido nicht. Dankeschön, tschüss, setzen 6. Ja, also das ist einfach für die Milliardärskönige kein Angebot. Ich als Milliardärskönig würde, wenn ich einer wäre, würde ich das Angebot ablehnen. Das bietet weder Lebensqualitätsgewinn noch Gesundheitsgewinn noch Langlebigkeitsgewinn. Also bringt also für den Milliardärskönig nur Verluste. Also ja, tschüssi. Und wenn ihr es einführt in Deutschland zum Beispiel, dann werde ich als Milliardärskönig Altdeutschland verlassen und werde meine Milliarden mitnehmen und meine Arbeitsplätze mitnehmen, meine Innovationsabteilungen mitnehmen, meine eigene Innovativität abziehen und dann werden in Deutschland lasse ich halt die Unfähigen zurück. Also wir alle Milliardärskönige verlassen Deutschland mit ihren Ideen, mit ihren Innovationen, mit ihren Unternehmen, mit ihren Arbeitsplätzen und zurück bleibt ein Deutschland der Unfähigen und Inkompetenten. Und dann wird Deutschland und Europa werden ganz schnell ruiniert sein. Und die Milliardärskönige werden ihre Arbeitsplätze in China aufmachen, in USA, in anderen Ländern. Und Deutschland ist durch Gradido ruiniert. Ja, ist also auch wieder ein Selbstmordprogramm. Gradido als Selbstmordprogramm Deutschlands und Europas. Ja, 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 so ist das mit all diesen Rezepten. Dann noch wieder eine sinnlose Geschichte. Da wird der Sender KenFM erwähnt, also eine Klage gegen die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen. Diese Klage ist natürlich genauso sinnlos wie die Maßnahmen selber, ja. Denn da die Politik und die Richter sozusagen ja die ganzen gewinnbringenden Irrtümer, wo sind sie? Die ganzen gewinnbringenden Irrtümer hier der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie und pharmazeutischen Industrie glauben, werden sie natürlich eine entsprechende Klage abschmettern. Ne? Denn schließlich bedeutet ja, dass die Menschen das glauben, dass sie wirklich denken, sie hätten es mit einem Killer-Virus zu tun. Und da werden die Gerichte selbstverständlich die Maßnahmen unterstützen. Ne? Ja, Italien, neueste Meldung in der konservativen Heute-Sendung, Italien lockere seine Maßnahmen, na, das wäre doch schon mal was. Also das heißt, dass die
aussteigen aus der Selbstschädigung. Ne? Und dann war wieder zu sehen, dass Fridays for Future leider, dass die gesamte Sekte der Linksradikalität bleibt wohl unter sich. Auch Gradido, wie ich ja eben genannt hatte, die bleiben natürlich auch unter sich. Die stellen sich alle nicht den Argumenten der Next Scientists for Future.de, weil sie natürlich argumentativ und von der wissenschaftlichen Basis her ja gar keine haben. Die gesamte linksradikale Sektor hat ja gar keine Basis in der Wissenschaft, ja. Und deswegen bleiben die immer unter sich. Und der Sektenbefehl überall lautet: bloß nicht mit den Andersdenkenden sprechen, dann könnte ja auffliegen, dass man einfach nur eine linksradikale Sektenideologie verfolgt, die keinerlei argumentative Chance hat und auch keinerlei naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Ne? Ja, dann wird berichtet, dass eben die Kinder psychosoziale Schäden haben, jetzt durch die Maßnahmen bekommen könnten und schon längst geschädigt sein könnten im psychosozialen Bereich. Ja, gut. Dann war eine Sendung vom Sender Mr. Marxismo, einem der größten linksradikalen Sender des Internetfernsehens, mit einem Professor, der auch, so wie ich, in der Marburger Tradition groß geworden ist, in der Professor Abendroth-Tradition, ja, ich ja auch und so weiter, infiziert von den Gedanken. Natürlich habe ich deswegen auch marxistische Sozialpsychologie studiert, aber wie gesagt, man merkt ja dann einige Jahre später die Fehler dieser sektiererischen Denkweisen, ne? Dass, wenn man vernünftiger Wissenschaftler ist, merkt man das ja dann. Ja, und dort wird gesprochen von einem schlechten, also SCHL-Bindestrich echten, also einem schlechten Neosozialismus versus eben dem guten und echten Neosozialismus der Next Scientists for Future.de. Das ist die einzige Variante, die naturwissenschaftlich stützbar ist. Ja, und ja. Ja, und was sagt er so, dieser Professor, der Vertreter dieser SCHL, echten Neosozialismusform? Er sozusagen, ja. Man kann so sagen, erstmal ist es so, dass der Missbrauch des Namens oder die Verwendung des Namens Neosozialismus eben auch so wie der Na Verwendung des Namens GWÖ durch Christian Felber natürlich gute Namen sind, ja, aber eben leider hinter diesen guten Namen leider nichts dahinter steckt, ja, das ist auch wieder Neosozialismus oder Gemeinwohlökonomie, schöne Namen, aber sie können es halt beide nicht. Denn auch dieser Professor würde wieder in Europa oder in Deutschland eine Wirtschaftsschwäche erzeugen. Er hat kein Lösungsmodell für das Machtproblem, das also die auch sein Neosozialismus natürlich wieder gefährdet wäre, dass dort Herrscher entstehen würden. Also versteht das Konzept der Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future.de nicht, die das Machtproblem ja ein für alle Mal lösen würde. Die Wohlfühlstimme würde ja alle Menschen bemächtigen und würde sozusagen maximale Demokratie bedeuten, so dass der Milliardärskönig seine Stimme hat und jeder andere auch und dadurch also die Gesundheit, Lebensqualität und Langlebigkeit drastisch all erhöht werden müssen für alle Menschen, weil es sonst keine Verdienstzuschläge mehr gibt. Ne? Und dann spricht er richtig an, ja, das Mehrheitsproblem, dass natürlich die Gesellschaft das mehrheitlich wollen will. Den Ansatz der Next Scientist for Future.de hat in einer simulierten Bundestagswahl 56% der Wählerstimmen bekommen. Da aber jetzt bei diesem scheinbaren Neosozialismus auf dem Sender Mr. Marxismo
der Enteignungsquatsch eben nicht vollständig rausfällt, wird das eben keine 56% Wählerstimmen Stimmung geben. Also damit wird also auch eben eine Selbstschädigung der deutschen oder europäischen Wirtschaft wieder erreicht und damit wird nichts erreicht. Außerdem wird der Genbestand des Menschen nicht beachtet mit diesem Konzept und auch der weltweite Wettbewerbsdruck wird nicht beachtet und auch der militärische Druck der Außenwelt wird nicht beabsichtigt. Ja, und dann will dieser Professor auch wieder, dass die Unfähigen dann die Unternehmung in den Abgrund führen. Also während Professor Sinn ja richtig sagt, ja, die Eigentümer müssen die Hauptentscheidungskraft behalten, auch wenn natürlich es gut ist, wenn ein innerbetriebliches Vorschlagswesen drin ist, aber wenn die Unternehmer nicht die Vollverantwortung für ihre Unternehmen tragen, wenn also dann quasi die Mitarbeiter zu neuen Eigentümern werden und wenn die dann aufgrund ihrer mangelnden Intelligenz schlechte Entscheidungen fällen, dann werden diese Unternehmen genauso ruiniert werden, wie die DDR-Unternehmen ruiniert wurden durch die inkompetenten Entscheider, die demokratische Unternehmensentscheidung. Ja? Dadurch werden also diese Unternehmen dann in den Abgrund geführt werden. Immerhin sagt er, dass Marktelemente sein müssen. Das ist doch schon mal, das ist doch sehr lobenswert, dass dieser Professor das erkennt, ja, dass man sozusagen ja, dass man eben echte Planung bräuchte, aber auch dann eben echte Marktelemente dabei haben muss. Also deswegen, da reicht er sich eigentlich mit der Idee zur echten Planwirtschaft als Dach über den Markt- und Leistungselementen sozusagen. Ja, und er will allerdings diese echte Marktwirtschaft nur bei den kleinen Unternehmen, die Großen sollen quasi übergehen an die Mitarbeiter und von diesen dann, also sage ich jetzt ironisch, in den Abgrund gewirtschaftet werden. Ja. Und das ist ja dann auch eine versteckte Enteignung der Aktionäre, also die Milliardärskönige wieder, um wieder mit den Milliardärskönigen zu sprechen. Lieber Milliardärskönig, was halten Sie von diesem echten Sozialismus dieses Professors? Ihre Aktien würden ja alle dann verschwinden, sondern Ihre Aktien würden quasi, derer würden sie alle enteignet. Ne? Die Unternehmen würden dann plötzlich den Mitarbeitern gehören und nicht mehr ihnen als den Milliardärskönigen. Was sagen Sie dazu? Ja, dann sagt der Milliardärskönig, bieten die mir denn wenigstens mit dem echten Sozialismus, so wie die Next Scientist for Future.de, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude, mehr Gesundheit und ein viel längeres, gesünderes Leben an. Was sagt der Neosozialist? Nee, tut mir leid, können wir nicht, haben wir nicht zu bieten. Wir nehmen Ihnen nur Ihre Aktien weg. Und dann sagt der Milliardärskönig, ach so, kein Interesse. Dankeschön, dass Sie Ihr Konzept vorgestellt haben, aber wir Milliardärskönige werden das, da wir die Welt beherrschen, werden wir das nicht zulassen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Dankeschön für Ihre Bemühungen. Interessiert uns nicht. Ne? Immerhin fordert dieser Professor eine neue Lebensweise, aber er weiß eben nicht, was das bedeutet. Also diese glücklichere Lebensweise, die die Next Scientist for Future.de haben, hat er nicht anzubieten. Immerhin fordert er, dass es eine neue, bessere Lebensweise geben muss, ja? Und er geht auch irgendwo darauf ein, dass ja die linken Leute oft extrem schlecht miteinander umgehen, also das Sozialleben innerhalb der Linken extrem schlecht sei. Und da hat er natürlich recht, wir müssen glücklich miteinander leben lernen, wie wir das schon mal konnten. Also eine neue Lebensweise und eine neue Beziehungsweise, aber er hat eben keine Lösung und deswegen sagt der Milliardärskönig nein, danke. Und auch für das Indianerproblem hat der Professor keine Lösung. Nämlich sozusagen so nach dem Motto, wir werden
entwaffnet, Deutschland wird entwaffnet, Deutschland wird entmilitarisiert, Europa wird entmilitarisiert und dann kommt irgendein Land wie Liechtenstein vielleicht auf die Idee und will dann mal Europa erobern. Und dann geht es uns wie den nordamerikanischen und südamerikanischen Indianern. Ja, wir werden abgeschlachtet. Und die Liechtensteiner sagen, ja gut, danke schön, dass ihr euch entmilitarisiert habt. Da konnten wir mit unseren drei Panzern dann eben euch alle zusammenschießen. Na? Und dann haben wir jetzt das Europa für uns. Und es ist ja nett, dass ihr das gemacht habt. Na? Ja, so. Also die ganze, auch Mr. Marxismus scheut natürlich jegliche Diskussion mit den Next Scientists for Future.de, weil sie natürlich, diese Sekte, natürlich keine wissenschaftlich fundierten Argumente hat, die in irgendeiner Weise standhalten könnten mit den Argumenten der Next Scientists for Future.de. Also bleibt die Sekte unter sich, so nach dem Motto, wir reden mit niemandem, ja. So wie Fridays for Futures das auch machen, sozusagen, wir reden nicht mit Leuten, die andere Lösungen haben, damit uns nicht auffällt, damit öffentlich nicht auffällt, dass alle unsere Argumente antinaturwissenschaftlich sind, antiwissenschaftlich sind, völlig weltfremd sind und gar keine Zukunftsperspektive bieten, sondern ganz Europa und Deutschland einfach nur total ruinieren würden und total zerstören würden. Ja, so viel zu dieser gemütlichen heutigen zweiten wissenschaftlichen Tagesschau, den quasi den Tagesthemen von heute. Tschüssi.